Ihr dürft euch setzen. Ich werde gleich hier stehen bleiben. Ich habe mir gedacht, ich habe zuerst meine Predigt vorbereitet und dann dachte ich, worüber soll ich noch die Kinderpredigt halten? Dann dachte ich mir, ich fange einfach so ein bisschen, ich schneide ein bisschen davon an, was ich in meiner großen Predigt ansprechen möchte. Damit vielleicht die Kinder es ein bisschen leichter haben, auch in der großen Predigt zuzuhören. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das, es tut mir leid, dass ich das so formulieren muss, das leider in der heutigen Gesellschaft und der modernen Welt nicht gerne gehört wird, das aber eine zentrale Botschaft der Bibel ist. Es wird in der heutigen Gesellschaft nicht gern gehört, aber es ist eine zentrale Botschaft der Bibel. Es ist die Buße. Ich möchte über die Buße sprechen. Wir lesen in Matthäus Kapitel 3, Vers 2, der Johannes der Täufer spricht, in jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündet in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Seine ersten Worte aus der Predigt. Und wir gehen ein Kapitel weiter, Kapitel 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Direkt zu Beginn von ihren Worten sagen die, tut Buße. Daran erkennen wir, dass das wirklich eine zentrale Botschaft der Bibel ist. Es ist wirklich wichtig. Das waren die ersten Worte von Jesus in seinem Dienst. Wenn wir heutzutage eine Evangelisationspredigt hören von einem neuzeitigen Evangelisten, ich möchte nicht schlecht reden, es ist gut, aber dann hören wir eher Worte wie, du musst Jesus annehmen, einfach weil man diese Worte Buße nicht wirklich sagen möchte, weil es die Menschen nicht hören möchten. Du musst Jesus annehmen, ein Synonym dafür, für Buße. Und dass die Buße heutzutage nicht wirklich gern gehört wird, das ist einfach nur ein Symbol, ein Zeichen dafür, dass wir hier einen Krieg führen gegen die geistliche und dämonische Welt. Denn die Buße ist ein wesentlicher Bestandteil vom Heil, von der Errettung. Und wenn wir mit diesem Hintergrundwissen darüber nachdenken, dann verstehen wir, wieso der Teufel wirklich alles daran setzt, um uns die Buße kaputt zu machen, um es nicht schmackhaft zu machen. Allein von der Definition von diesem Wort Buße können wir schon so ein bisschen erahnen, was die Buße bedeutet. Im Hebräischen übersetzt bedeutet das sowas wie bedauern, seufzen. Im Griechischen bedeutet es Umkehr. Ich möchte heute über drei Bestandteile der Buße sprechen. Und das sind einmal Wissen, einmal die Gefühle, einmal der Wille. Was muss der Mensch wissen bei der Buße? Es macht keinen Sinn, einen Menschen zur Buße aufzurufen, wenn er nicht weiß, wofür er das machen muss. Wieso ist das so wichtig? Und ich denke, um das zu verstehen, wieso das wirklich so wichtig ist, müssen wir erstmal verstehen, was überhaupt die Sünde ist. Aber noch viel mehr, was die Sünde in Bezug zu Gott ist, in Bezug zu seiner Herrlichkeit und vor allem zu seiner Heiligkeit, zu seiner Reinheit. In welchem Bezug steht sie dafür? Dazu möchte ich wieder die Bibelstelle lesen, die ich eben bei der Kinderpredigt schon vorgelesen habe. Jesaja 6 von Vers 1 lese ich. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Gesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth und alle Lande sind voll seiner Ehre. Sodass die Türpfosten von der Stimme ihres Rufens erbebten und das Haus vom Rauch erfüllt wurde. Da sagte ich, Jesaja spricht das, wehe mir, ich vergehe, denn ich habe unreine Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, mit meinen Augen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sagte, sieh, hiermit sind deine Lippen berührt, sodass deine Schuld von dir genommen wird und deine Sünde versöhnt ist. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sagte, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Bis dahin.
Im Vers 1 wird über einen König Usia besprochen. Ich habe vorhin einen König hier gezeigt, der regiert jetzt seit 7 Jahren, fast seit 8 Jahren. Seine Mutter regierte seit 33, also ganze 33 Jahre. König Usia regierte 52 Jahre, also nochmal ein Stückchen länger. Und noch viel länger, als ich lebe. Und ich glaube, noch viel länger, als je hier ein König auf dieser Welt regiert. 52 Jahre ist wirklich schon sehr, sehr lang. Der Machthaber in den USA wurde jetzt nach 4 Jahren abgewählt. Wenn wir uns mal vorstellen, dass es einen König gibt, der wirklich 52 Jahre herrscht. Lass uns mal darüber nachdenken, wie es dann in diesem Land zugeht. 52 Jahre unter einer Herrschaft. Ich kann mir vorstellen, dass man nach 52 Jahren sich an die Umstände gewöhnt hat. Dass es schon normal ist, wie man lebt. Dass man eine gewisse Sicherheit verspürt in dem, wie die Zustände, wie die Umstände um einen herum sind. Und was passiert, wenn nach diesen 52 Jahren auf einmal diese Regierung beendet? Wenn auf einmal alles stoppt und es kein König Usia mehr gibt, sondern ein neuer König. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Volk eine gewisse Unsicherheit, Ungewissheit, was kommt, herrscht. Dass diese Menschen nicht wissen, wo geht es jetzt als nächstes hin. Und ich möchte das jetzt auf den Bezug zu uns sprechen, denn das ist ungefähr die Zeit, die wir auch erleben. Wir wissen auch nicht genau, wie wird es jetzt weitergehen. Egal, wie man darüber denkt, es ist eine ungewisse Stimmung, in der wir leben. Wir hatten jahrelang Frieden und es ging uns immer gut, aber es ist ungewiss aktuell. Und Jesaja bekommt genau in so einer Situation, in der wir leben, in der er erlebte, ein Bild von einem König, der hoch und erhaben herrscht seit einer Ewigkeit und der auf seinem Thron sitzt. Preist den Herrn dafür. Wir lesen hier, dass Jesaja sagt, schreibt über einen Herrn, er sieht den Herrn. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, sagten die Engel. Was bedeutet Herr? Herr ist sein allerhöchster Titel. Er ist der Herr, der Herrscher, der Adonai. Höher geht's nicht. Er ist der Herr. Und er sieht in seiner absoluten Heiligkeit, in absoluten Herrlichkeit sitzt er. Wir lesen, dass er sitzt. Wir lesen nicht, dass er irgendwie von links nach rechts läuft, dass er Stress hat. Wir sehen nicht, dass er verzweifelt ist und darüber nachdenkt, was ist mein nächster Schritt, den ich tun werde. Wir lesen davon, dass er sitzt. Liebe Gemeinde, der Herr versucht nicht zu herrschen. Der Herr versucht nicht zu herrschen, er herrscht einfach. Er herrscht. Wie viele große Reiche, große, mächtige Herrscher haben wir in unserer Menschheit schon gesehen? Unglaublich viele. Das Römische Reich, das Deutsche Reich. Reiche, die wirklich lange gehalten haben. Aber wie gesagt, wir lesen hier von einem Reich, das seit einer Ewigkeit herrscht und das noch nie berührt wurde. Es wurde nie erschüttert, nie wurde es irgendwie bewegt. Es ist ein Herr, der Herr hoch und erhaben sitzt. Jesaja 6, Vers 3. Und einer rief dem anderen zu. Hier wird über die Engel gesprochen, die Seraphims. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Zebaoth. Alle Lande sind voll seiner Ehre. Ich glaube, wir wissen, dass in der Bibel, wenn etwas betont wird, wird es immer wiederholt. Es wird immer wiederholt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Oder wehe, wehe denjenigen. Und hier wird es nicht nur einmal wiederholt, sondern zweimal. Denn wir sprechen hier über die Heiligkeit Gottes. Heilig, heilig und nochmal heilig ist der Herr. Und wer ruft diese Worte? Das sind die Engel. Die Engel, die das rufen. Das sind diese Engel, die mächtig sind, lesen wir in der Bibel. Wir lesen in der Bibel, dass wenn ein Mensch einen Engel getroffen hat, dass er bereit ist, diesen Engel anzubeten, auf die Knie zu fallen. So eine Mächtigkeit herrscht, wenn wir einen Engel besehen. In der Bibel steht, dass Israel belagert wurde von 100.000 Assyrern. Und der Herr sendete
einen einzigen Engel. Der Mensch stellt sich immer vor, wie wird Gott sein? Wie ist Gott? Und dann lesen wir in Offenbarung Kapitel 19, Vers 9 und 10. Offenbarung Kapitel 19, Vers 9 und 10. Dann sagte der Engel zu mir, schreib auf, freuen dürfen sich alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu, dies sind Worte, die von Gott kommen. Auf sie ist Verlass. Ich warf mich vor ihm nieder, um ihn anzubeten, aber er sagte zu mir, tu das nicht. Ich bin nur ein Diener wie du und wie deine Brüder und wie deine Schwestern, die festhalten an dem, wofür Jesus als Zeuge einsteht. Bete Gott an. Für uns Menschen kam schon dieser Engel unglaublich mächtig vor und er sagte, tu das nicht, denn du kennst Gott noch nicht. Bete Gott an. Ich bin nur ein Diener, so wie du. Es gibt einen, der noch viel mächtiger ist, der noch viel stärker ist, noch viel heiliger ist als ich. Bete ihn an. Es steht geschrieben, dass die Türpfosten erbebten, als die Seraphims rufen, heilig, heilig ist der Herr. Und das sind nur Geschöpfe Gottes. Das sind nur Geschöpfe von diesem Gott, über den ich hier gerade spreche. Wie herrlich und mächtig und groß muss unser Gott sein. Wir lesen hier über die Eigenschaft von diesen Engeln, dass sie 6 Flügel hatten. 6 Flügel hatten sie gehabt. 2 hatten sie zum Fliegen, 2 zum Bedecken ihrer Füße und 2 um ihr Angesicht zu bedecken. Wieso? Wieso hatten sie 6 Flügel? Wenn Gott zu Mose gesprochen hat, als er den heiligen Boden betrat, hat er immer gesagt, zieh deine Schuhe aus, denn du betrittst hier heiligen Boden, Boden, der mir gehört. Und obwohl diese Engel reine Wesen sind, frei von Sünde, heilige Wesen sind, müssen auch sie vor der Herrlichkeit Gottes noch ihre Füße bedecken. Wir lesen, dass sie ihr Angesicht verdecken mit 2 weiteren Flügeln. Gott schuf dich nicht mit Händen und Armen, damit, mit Arm und Beinen, damit er deine Arme bewegt. Er hat dir freien Willen gegeben darüber, wie du mit deinem Körper handelst. Und genauso auch den Engeln. Er befiehlt nicht den Engeln, bedecke dein Angesicht. Die Engel tun das von sich aus, weil sie einfach diese Herrlichkeit nicht aushalten können. Sie bedecken ihr Angesicht vor diesem Gott. Und wie war ja Jesajas Reaktion auf dieses Bild? Wir lesen in Kapitel 6, Vers 5. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Wir kennen Jesaja als einen Prophet, der oft zum Volk spricht. Er sagt jedes Mal wehe und immer zum Volk. Aber dieses Mal spricht er zu sich selbst. Er erkannte den Herrn und sagt wehe mir. Wehe mir. Auf unserer Ebene, Ebene der Menschen, könnte man sagen, Jesaja war ein Prophet. Wir können sagen, Jesaja war auf unserer Ebene ein guter Mensch. Er gehörte schon zu den Guten. Aber als er vor dem Herrn stand, da verfiel alles Gute an ihm und er merkte seine Schuld an. Wehe mir, Herr. Eine Frage, an welchem Maßstab messen wir uns? Wir sind immer schnell dabei, uns mit Menschen zu vergleichen und vielleicht irgendwie uns hinzustellen, so schlecht bin ich doch gar nicht. Auch wenn das nicht bewusst passiert, irgendwie in unserem Inneren kann das schnell passieren, dass wir uns vergleichen. Lieber Zuhörer, den, mit dem du dich vergleichen solltest, ist auf einem ganz anderen Level. Denn eines Tages werden wir vor ihm stehen und glaub mir, dann werden wir ja noch nicht mal Gott brauchen, um uns selbst zu verurteilen. Wir werden dann wie Jesaja sagen, wehe mir. Denn das ist derjenige, mit dem wir uns vergleichen sollten. Wenn sogar die Engel seine Geschöpfe, seine reinen Wesen, ihr Angesicht verstecken müssen vor Gott, wie ist es dann bei uns? Wie ist es dann bei uns Menschen? Wir lesen in Jesaja 59, Vers 2. Jesaja 59, Vers 2. Sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott.
und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Wir müssen nicht mal unser Angesicht verbergen. Der Herr verbergt seins vor uns. Vor unserer Sünde, vor unserer Schuld. Das ist eine ganz starke Botschaft. Der Herr verbirgt sein Angesicht vor unserer Schuld. Der Herr schuf den Menschen als ein reines Wesen. Ach doch, der Mensch ist gefallen. Er hat es nicht bestanden und die Sünde lebt seit Adam in uns. Und der Herr verdeckt sein Angesicht vor dieser Sünde. Wenn sogar die Planeten auf die Stimme des Wortes hören, wenn alles auf dieser Erde, alles um uns herum auf die Stimme Gottes hört, er befiehlt der Sonne aufzustehen, hochzugehen, sich zu bewegen. Aber da gibt es den Menschen, der es sich tatsächlich erlaubt, der Stimme Gottes zu widersetzen, um nicht zu gehorchen, eventuell zu lügen, andere Menschen schlecht zu behandeln, zu denken, dass man besser ist als andere Menschen. Aber der Gott, von dem ich spreche, ist heilig. Er ist heilig. Liebe Versammlung, lasst uns wie David erkennen. In Psalm 51,6: An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Oder wie Jesaja, wie wir gesagt haben: Wehe mir, wehe mir. Lass uns unsere Schuld an uns erkennen vor Gott. Lass uns Johannes Evangelium, Kapitel 12, Vers 41 aufschlagen. Hier lesen wir davon, wen Jesaja gesehen hat in seinem Bild. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Die Rede ist von Jesus Christus. Wir sind im Johannesevangelium und die Rede ist von Jesus Christus. Also als Jesaja sagte, wehe mir, als er sah diese große Herrlichkeit und die größte Herrschaft, dieses große Reich, dann sah er Jesus Christus da sitzen. Aber was müssen wir noch wissen für die Buße? Was müssen wir wissen dafür? Denn das reicht noch nicht zu wissen, wie groß Gott ist und wie klein wir sind vor seinen Augen. Das reicht noch nicht ganz. Lass uns nochmal Jesaja Kapitel 6, Vers 6 bis 9 lesen. Vers 6 bis 9. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sagte, sieh, hiermit sind deine Lippen berührt, sodass deine Schuld von dir genommen wird und deine Sünde versöhnt ist. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sagte, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich sagte, hier bin ich, sende mich. Bis dahin, das reicht. Was wir hier lesen, ist ein unglaublich wichtiges Szenario. Von einem Wehe mir her wurde ein Bitte, Herr, sende mich. Sende mich. Irgendwas ist geschehen. Man kann sagen, in diesem Moment geschah eine Bekehrung, geschah eine Umkehr. Aber was genau ist passiert? Was genau ist in diesen paar Versen geschehen? Es scheint so, als hätte Gott einen Weg gefunden, Jesaja und seiner Schuld zu vergeben. Aber ich kann es mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen. Lasst uns versuchen, das einfach nur vorzustellen. Dass dieser Gott, von dem ich gesprochen habe, eine Umgebung von anbetenden Engeln, die seinen Namen rufen und sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die ihre Füße vor ihm bedecken und ihr Angesicht vor ihm verdecken. Dass er aus so einer Umgebung verlässt und Mensch wird. Selbst sogar seine Diener, die gesagt haben, er ist heilig, haben keine Sünde an sich. Die haben noch nie ein Staubkorn von dieser Erde berührt. Sie kamen dem nicht in die Nähe. Und aber er, der große, mächtige Adonai, ist aufgestanden von diesem Thron und wurde Mensch. Und jetzt lasst uns einfach vorstellen,
wie dieser große, hoch und erhabene König, der da saß, wo alle Engel gesagt haben, dass er heilig ist, der große Adonai, dass er als Baby Jesus auf die Erde kommt und auf diese verdorbene Erde einen Schritt setzt. Er verließ seinen Thron im Himmel, seine Engel, die ihn angebetet haben, seine Diener. Aber nicht nur das, er selbst wusch den Jüngern die Füße. Er selbst wusch den Jüngern die Füße. Und nicht nur das, er kam mit der Schande dieser Welt in Berührung. Er wurde ausgepeitscht. Er wurde verleugnet. Und er wurde bespuckt. Diese Wachleute, die das taten, die hätten eigentlich ihr Angesicht vor ihm verstecken müssen. Die hätten sich eigentlich vor ihm verbeugen müssen, auf die Knie fallen müssen. Aber das haben sie bei ihm getan. Sie haben ihn zugedeckt und sie haben ihn auf die Knie gesetzt und ihn ausgepeitscht. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Und dann hing er da, der große, mächtige Herrscher, der Gott, der einst auf diesem ewigen Thron saß, der schon seit einer Ewigkeit besteht, hing dann dort und erlebte, wie das ganze Gewicht der Bevölkerung, der Menschheit auf ihn beladen wurde. Und dann dieses Stück Kohle, das Jesaja berührt hatte, dieses Stück Kohle, das vom Altar kam, was wir gelesen haben, das kommt direkt von Jesus Christus und macht dich frei, macht den Menschen frei. Und was musste Jesaja dafür tun? Er musste nur sagen und er musste nur erkennen, wehe mir. Er erkannte vor dem Angesicht des Herrn seine Schuld, seine Sünde und sagte, wehe mir. Aber Jesaja ist nicht untergegangen, sondern seine Schuld wurde von ihm genommen. Und wo ist seine Schuld hingegangen? Zu Jesus, der da hing am Kreuz für die Schuld der Erde. Wir lesen in der Bibel, dass verflucht sei derjenige, der am Kreuz hing. Und Jesus trug diese Strafe, die uns gebührt. Er trug die Strafe der ganzen Welt, der ganzen Weltgeschichte, der lebendige Heilige, der hoch und erhaben sitzende Adonai trug selbst diese Strafe. Damit jeder, der seine Schuld bekennt, auch ein Stück von dieser Kohle bekommt, die dich frei macht, die dich rein macht. Und erst dann fragt dich Gott, wen soll ich senden? Und ab diesem Moment gibt es keinen, ich habe keine Zeit, ich kann das nicht. Ab diesem Moment kannst du nichts anderes tun, außer sagen, Herr, bitte sende mich. Ab diesem Moment gibt es gar keine Frage dafür. Denn sobald du verstanden hast, was der Herr getan hat, gibt es keinen Weg dafür. Dann ist dieser Wimpernschlag auf dieser Erde für dich jede Möglichkeit wert, dem Herrn zu dienen, dich vor ihm niederzufallen und zu sagen, Herr, bitte, sende mich. Wer sich erinnert, ich habe vorhin gesagt, es gibt drei Bestandteile der Buße. Das zweite war die Gefühle. Und ich möchte den anderen gar nicht viel sagen, denn ganz ehrlich, ich glaube, dass die Gefühle sich erübrigen, wenn wir verstanden haben, was Gott getan hat. Die Gefühle erübrigen sich, denn es ist dann selbstverständlich, dass wenn wir vor Gott treten und wir unsere Schuld bekennen, dass wir voller Trauer sind, dass wir Gott dort ans Kreuz genagelt haben, dass Jesus dort für uns hängt. Aber die Buße ist wie eine Schnellstraße, die uns durch die tiefste Trauer führt zu der wahren und tiefen Freude des Herrn, weil sie uns frei macht, weil sie uns frei macht. Und dann verstehen wir auch Lukas 18, Vers 13, wo der Zöllner, lass uns einfach lesen, Lukas 18, Vers 13, Vers 14, und der Zöllner stand von Ferne und wagte nicht mal, einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig.
Und ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Der Zöllner schlag voller Schuldgefühl an die Brust und sagt, Herr, bitte verzeih mir, sei mir gnädig. Er erkannte seine Schuld vor seinen Augen. Wir brauchen nicht über seine Gefühle zu reden. Es ist offensichtlich. Aber wichtig sind nicht die Tränen, die fließen. Es sind nicht die Tränen, sondern es ist dieses ernsthafte Bekenntnis. Wie steht in 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Die Gefühle sind durchaus ein Bestandteil der Vergebung, da können wir nicht vorbeikommen. Aber es ist dieses Bekenntnis, das uns frei macht. Bekenntnis. Und dazu kommen wir auch schon zum dritten Teil, zum Willen. Denn keiner sonst kann für dich dein Bekenntnis sprechen. Keiner kann es für dich erledigen. Du musst es selbst tun. Du musst selbst diesen Schritt wagen. Der verlorene Sohn lag im Schweinestall, nachdem er all das durchgegangen ist und traf dann diese bedeutende Entscheidung, zu seinem Vater zurückzukehren. Keiner sonst hätte für ihn zurückkehren können. Er muss es selbst tun. Wenn ein Glas Wasser vor dir steht und du bist am Verdursten und du weißt, du brauchst dieses Wasser zum Trinken, deine Gefühle sprudeln davon, weil du weißt, das wird dein Leben retten. Aber wenn du nicht selbst dieses Wasser trinkst, dann wird es dir dein Leben nicht retten. Ich kann es nicht für dich selbst, für dich tun. Ich kann nicht für dich dieses Glas Wasser annehmen. Und jetzt lass uns einmal die Frage stellen, wer muss denn alles Buße tun? In Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 30, steht eigentlich ganz klar. Apostelgeschichte 17, 30, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Ungewissheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Alle Menschen müssen Buße tun. Jeder hat gesündigt vor Gottes Augen und ist schuldig. Aber wie können wir dann 1. Johannes Kapitel 3, Vers 9 verstehen? 1. Johannes Kapitel 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Name bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Wie können wir das verstehen? Ist das nicht ein Widerspruch? Hier geht es um den Menschen, der schon seine Buße getan hat und neu geboren ist, der von Jesus Christus neu geboren ist. Und was ist damit gemeint, jeder, der aus Gott geboren ist? Ich möchte das an einem Bild erklären. Wenn du im Garten einen Kirschbaum stehen hast, aber du kannst keine Kirschen mehr sehen, du willst sie nicht mehr haben in deinem Garten, reicht es dann aus, wenn du die Kirschen abreißt und sagst, jetzt werden keine Kirschen mehr in diesem Baum wachsen? Nein, es reicht nicht aus. Du musst diesen Kirschbaum rausreißen. Und du musst einen Apfelbaum reinsetzen, dann weißt du ganz genau, es kommen keine Kirschen mehr hier. Es werden keine Kirschen mehr wachsen. Und genauso ist es auch mit unserem alten Ich. Wir sind geboren und sind durch Adam verurteilt als Sünder. Die Sünde lebt in uns durch den Stammvater Adam. Aber Gott gebietet uns, Gott gibt uns diese Möglichkeit, neugeboren zu werden und von der Sünde frei zu werden. Und dann den alten Stammvater, Adam, diesem alten Ich, zu sterben und als neugeborener Mensch geboren zu werden, dessen Stammvater niemand anderes ist, als derjenige, der große Adonai, der ans Kreuz genagelt wurde, Jesus Christus ist. Lass uns Römer Kapitel 6, Vers 1 bis 12 lesen. Römer Kapitel 6, Vers 1 bis 12. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger wird? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus getauft sind, in seinem Tod getauft sind? So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod,
damit genau wie Christus von den Toten auferweckt ist, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir ein neues Leben leben. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit seines Todes gepflanzt sind, so werden wir es auch zu der seinen Auferstehung sein. Weiter. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt, ich bin bei Vers 7, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, weil wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, das ist er für die Sünde gestorben. Ein für alle Mal, was er aber lebt, das lebt er für Gott. Bis dahin. Preis dem Herrn. Aber wir dürfen es diese Stelle auch wiederum nicht falsch verstehen, liebe Gemeinde. Denn wir lesen in Offenbarung 2,5 wichtige Worte für uns. Derjenige, der auch schon die Bekehrung hinter sich hat. Das heißt nicht, dass du frei von Buße bist. Erst Offenbarung 2, Vers 5. Ich bedenke nun, wovon du gefallen bist. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße. Und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust. Die Rede ist hier von der Gemeinde von Ephesus. Kehre zurück zu deinen ersten Werken, zu deiner ersten Liebe, wird geschrieben in anderen Übersetzungen. Die Sünde herrscht nicht mehr über dich. Preis den Herrn dafür. Aber lass nicht zu, dass die Vögel, die über deinem Kopf kreisen, ein Nest auf deinem Kopf bauen. Lass nicht zu, dass sie ein Nest auf deinem Kopf bauen, denn die Sünde, die wird uns immer versuchen, von Gott zu entfernen, immer einen Riegel zu schieben zwischen dir und Gott. Deswegen ist es wichtig, uns immer wieder Buße zu tun, wie wir lesen in Lukas Kapitel 9, Vers 23. Er sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Täglich. Nehme sein Kreuz auf sich täglich. Wir müssen uns jedes Mal für Gott entscheiden, solange wir einen menschlichen Leib haben. Wenn man mich heute fragt, was denkst du, was Buße ist, würde ich ganz klar sagen, Buße ist eine Entscheidung, eine radikale Umkehr, ein Umdenken von dem, was wir vorher hatten. Wir werden aufgefordert, diese Entscheidung immer wieder zu treffen, täglich zu erneuern, täglich das Kreuz auf uns zu nehmen und mit Christus zu sterben. Die Sünde hat nämlich immer noch die Fähigkeit, uns von Gott zu trennen. Und wenn wir nicht aufpassen, dann schaffen die Vögel es, ein Nest auf unserem Kopf zu bauen, sodass wir von Gott abgetrennt werden. Deswegen müssen wir immer wieder zurückkehren zu der ersten Werke. Es steht geschrieben, kehre um zu den ersten Werke. Kehre um, Umkehr. Was wir gehört haben, nichts anderes als Buße bedeutet. Und jetzt stellen wir noch einmal vor, noch ein Bild vor Augen, wie diese Seraphims, von denen wir gesprochen haben, diese Engel, wie sie an dem Tag, als Jesus Christus ans Kreuz gehängt wurde, dort oben standen und runtergeschaut haben. Diese Engel, die ihn angebetet haben, die ihr Angesicht verborgen haben vor ihm. Und die schauen runter und sehen diese Menschheit. Was würden sie zu uns sagen? Wie könnt ihr nur euch nicht vor ihm verbeugen? Wie könnt ihr seine Liebe, die er euch entgegenbringt, nicht annehmen? Derjenige, der hier oben bei uns wirklich alles hatte, wir haben sich vor ihm verbeugt und ihr nagelt ihn ans Kreuz, den großen, mächtigen, hoch und erhabenen Adonai. Wie kann das möglich sein? Der runterkommt, der Gott, der auf die Erde kommt und dich rettet, nicht aus deinem Verdienst, sondern allein aus Liebe. Und ich lade uns alle heute hier ein, jeden einzelnen von uns, egal welche Umstände du kommst, aus welchem Hintergrund du kommst, wir haben gelesen, jeder braucht es. Jeder braucht diese Umkehr zur Erneuerung oder zum Neuem.
Jesus ist hier und er reicht dir dieses Stück Kohle wie aus diesem Bild. Oder dieses Glas Wasser, wie du möchtest. Er steht vor dir und reicht es dir. Aber es kann kein anderer für dich tun, als nur du selbst. Lass uns beten.